Hallo? Ja. Es ist schön, das einmal von da oben zu sehen. Da hat man so einen schönen Überblick. Da hinten. Oh, da ist eher. Von da aus gesehen schaut es wenig aus, aber muss man das mal von drüben dann anschauen. Da ist es auf jeden Fall gemütlicher. Mein Name ist Doris Kittler. Mein Name ist ungefähr das einzigste Deutsche an mir. Mein Blut stammt aus Tschechien, Ungarn, Russland, ein bisschen Deutschland. Und es fließt sogar muslimisches, dunkelhäutiges Tatarenblut in mir. Das hat es hierher nach Floridsdorf geschafft. Ich bin eine, ja, wie man so sagen will, Ureinwohnerin hier in Floridsdorf. Ich bin ja aufgewachsen da drüben hinter dieser Kirche, war immer bei der alten Donau schwimmen und da hinten in die Schule gegangen. Und ja, bin jetzt heute wieder hergekommen, weil ich auf einem Plakat von unserem Präsidentschaftskandidaten Hofer gelesen habe, deine Heimat braucht dich jetzt. Ich habe mir gedacht, meine Heimat Floridsdorf braucht mich jetzt. Ich möchte einfach ein bisschen erzählen, warum ich hierher komme und warum es mir nicht behagt, dass diese Dinge da drüben passieren. Meine Oma, die ist 1944 hierher gekommen mit ihrer Tochter und mit ihrer Mutter aus der Sowjetunion. Und ich durfte schon sehr früh von ihr lernen, indem sie mir Geschichten erzählte vom Krieg, was Offenheit und Zivilcourage heißt. Sie hat 1942 das Kind ihrer jüdisch-litauischen Freundin in Kaunas aufgenommen und als ihr eigenes ausgegeben, um es vor den Nazis zu schützen, die bekanntermaßen innerhalb kürzester Zeit fast die gesamte jüdische Bevölkerung in Litauen ermordete. Und sie hat es unter Einsatz ihres eigenen Lebens gemacht und hat sich dabei nicht viel gedacht, also sie hat es einfach gemacht, weil sie gedacht hat, ich muss das machen. Es war selbstverständlich für sie und sie hat nie viel darüber geredet. Im Gegenteil, sie hat sogar auch noch in den 70er Jahren Menschen aus der Sowjetunion, vor allem Juden, die sich dort nicht mehr wohlgefühlt haben, in Wien aufgenommen, in ihre 30 Quadratmeter Wohnung, um sie zwischen zu beherbergen, bevor sie weiter ausgewandert sind nach Amerika. Und das heißt, sie hat Flüchtlingen oder Schutzsuchenden, Geflüchteten und Schutzsuchenden immer ein Heim gegeben. Und ich habe mir das gemerkt, ich habe mit 11 Jahren auch dort drüben im Gloria-Kino Filme gesehen, die das KZ gezeigt haben. Stundenlang haben wir uns das angeschaut, weil die Schule 25 Jahre Staatsvertrag damals gefeiert hat. Und ich habe damals schon gedacht, mit 11, muss man sich mal vorstellen, also für Wien eigentlich nicht schlecht, dass das für mich nicht, dass es für mich einfach wichtig ist, ja, und dass es wichtig ist für uns alle zu sehen, was passiert ist, damit es nie wieder passiert.